Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Shit Change Bundle von UFO 361. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Shit Changed von UFO 361, das Ganze am 24. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, sehr ungewöhnlich, aber UFO 361 macht es schon wieder. Und zwar haben wir hier ein Bundle zu einer Single. Ja, wir erinnern uns, das Ganze gab es ja damals schon zum Album Rich Rich. Und zwar wurde damals die Single Big Drip mit Future so ausgekoppelt. Und da gab es dann auch ein Vinyl-Bundle, ein Single-Bundle. Und zum neuen Album, zum kommenden Album Nur für dich, welches im Oktober erscheint, kommt jetzt ebenfalls so ein Single-Bundle raus zu dem Track Shit Changed. Ja, wir haben hier ein Bundle. Einerseits die Vinyl, andererseits das Shirt, das sind die beiden Inhalte. Und bevor wir starten, muss ich etwas Kritik loswerden, denn wenn wir das Ganze kurz ansehen, dann haben wir hier oben bei der Vinyl, wir sehen es, als auch hier unten, ich glaube auf der Rückseite sieht man es sogar noch stärker, weil es schwarz ist, ja genau, hier so jede Menge Knicke und Beschädigungen an der Vinyl, das echt schade ist, denn überraschenderweise kam dieses Bundle, diese Vinyl hier so bei mir an. Also es war einfach hier so eine schlichte Luftpolsterfolie, die hier noch mit einem Stay High Sticker versiegelt war. Und darin befand sich dann der Inhalt. Ja, da hat es mich, um ehrlich zu sein, doch verwundert, dass das Ganze nicht noch stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn jeder, der schon mal irgendwie eine Vinyl oder so bestellt hat, ich glaube, die kommen dann doch in 90% der Fällen irgendwie in Karton und da ist das Ganze dann auch sicher und dann kann die nicht abgestoßen oder geknickt werden. Ja, hat man hier leider nicht geschafft. Dementsprechend stark beschädigt das Ganze. Das ist echt schade. Na gut, nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir haben hier die Vinyl, das Cover sehr merkwürdig. Also in der Mitte haben wir hier so ein Herz, sieht so aus wie eine Droge, also wie so eine Tablette. For You lesen wir hier. Dann vier Patronen, die hier aus allen Himmelsrichtungen auf dieses Herz zufliegen. Und dann haben wir hier noch Türme, die ebenfalls irgendwie scheinbar schießen in Richtung dieses Herzens. Und dann lesen wir hier In Love, Out of Love, Out of Her Favor, Where I Am In Love. Ja, also es geht auf jeden Fall hier rein vom Artwork her, das kann man schon feststellen, um Herzschmerz. Dann lesen wir hier auf der Seite Shit Changed, UFO 361 und Stay High. Auf der Rückseite haben wir die Infos und zwar haben wir hier einerseits die A-Seite, das ist der reguläre Track Shit Changed, produziert von Sonus 030. Und dann haben wir auch noch die Instrumentalversion, natürlich auch von Sonus 030, also hier wirklich nur der Beat. Ja, ansonsten UFO 361, Shit Changed. Oben rechts gibt es noch einen Barcode, dann diesen Turm hier mit dem Herz. Hier würde ich auch sagen, sind zwei Personen zu sehen. Also links diese Auslassung beim Fenster sieht ganz klar aus wie UFO 361 und rechts sieht für mich auch aus, also ganz klar aus wie Tiffany. Ja, ansonsten, hier gibt es noch die Infos zu dem Ganzen. Links dann noch weitere Credits und Logos. Artwork wie immer von Bastian Wienecke. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, das Ganze ist nämlich auch deswegen wahrscheinlich so beschädigt, weil die Vinyl das Cover bzw. diese Hülle nicht ganz regulär abbildet und so etwas schützt von innen oder Stabilität verleiht. Nein, wir haben hier eine ganz besondere Vinylform, die kommt hier in einer weißen Papierhülle und es ist tatsächlich ein Herz. Also, das habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben hier tatsächlich eine Vinyl in Herzform. Kommt hier in einem knalligen Rot. In der Mitte dann wieder dieser Farbverlauf, den wir auch schon auf dem Cover hatten. Also hier dieses dunkle, dann so orange, gelb und unten rosa Wolken. Auch hier lesen wir wieder, das ist die A-Seite, Shit Changed, produziert von Sonus 030. Und auf der Rückseite in schwarz und weiß
dann die Instrumentalvariante. Ja, hier sind auch jeweils nur ein Song auf jeder Seite sich ausgegangen, denn wenn wir hier mal schauen, die Rillen der Vinyl, die gehen hier wirklich nur im Zentrum, denn natürlich der Form geschuldet konnte man hier nicht viel mehr draufpacken. Denn hier endet das Ganze dann schon. Auf einer regulären Vinyl ist da natürlich durch die Kreisform viel mehr Platz, aber hier ging sich dann nicht viel mehr aus. Also so von der Größe, von der Bespielbarkeit, so eine 7 Inch mehr oder weniger. Und der Rest ist dann einfach nur so Design und ja, kreative Form. Gut, dann würde ich sagen, packen wir die Vinyl mal wieder zurück in die dafür vorgesehene Papierhülle. Also rein so, wenn man so sieht, könnte man tatsächlich denken, dass es eine klassische Vinyl ist. Aber wenn man das Ganze dann entnimmt, sieht man es natürlich. So, packen wir dabei mal zur Seite. Und als zweiten Bandinhalt haben wir hier ein Shirt mit dabei. Ich erinnere mich, bei dem damaligen, bei dem Big Trip Bundle, gab es ja zusätzlich auch noch ein Poster. Hier ist nur die Vinyl und ein Shirt. So, also das Shirt klassisch in weiß gehalten. In der Mitte lesen wir UFO 361 in rosa, umrahmt das Ganze. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und auf der Rückseite dafür umso mehr. Und zwar haben wir hier wieder dieses Herz mit dem For You Aufdruck. Allerdings haben hier schon diverse Patronen getroffen. 1, 2, 3, 4, also zwei Volltreffer und zwei Streifschüsse mehr oder weniger haben hier dieses Herz schon ziemlich zerlegt. Und hier lesen wir dann auch noch den Titel Shit Changed, Stay High. Ja, das war's zum Shirt. Wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Die Shirtgröße war nicht wählbar. Also das Ganze war meines Wissens Einheitsgröße in L. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition, in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L und zum zweiten natürlich die Vinyl, die Single Vinyl zum Track Shit Changed mit der herzförmigen Vinyl. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Shit Changed von UFO 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.